Ja, hey Leute. Ja, Carola-Brücke ist eingestürzt. Das habe ich ja in meinem vorhergehenden Video, ich verlinke es nochmal, schon berichtet. Hat sich ja mittlerweile theoretisch auch schon überall rumgesprungen. Alle berichten sie darüber. Und sämtliche Zeitungen, Medien sind voll. Wäre unwahrscheinlich, wenn das einer noch nie gehört hat. Ja, dass die Brücke jetzt eingestürzt ist, ist jetzt schon 2 Tage her. Es wird viel spekuliert, woran das gelegen hat. Die für mich plausibelste Theorie hat der Kollege vom Kanal Politik mit Kopf. Ich zeige mal hier ein paar Ausschnitte von seinem Video. Ihr könnt euch sein ganzes Video unter dem eingeblendeten Link ansehen. Ich kopiere den aber auch nochmal in die Videobeschreibung. Seht euch das ganze Video bei ihm an. Also ich habe mal 3 kurze Ausschnitte von dem Video rauskopiert hier, beziehungsweise ausgesucht. Und die werde ich euch jetzt mal zeigen. Das jetzt bloß mal kleiner Gag. Hat der vorne an seinem Video dran. Ich fand das. Überall. Oh, hoppla, das ist jetzt die deutsche Polizei. Die steht aber sinnbildlich für genau die Infrastrukturapokalypse, die wir in Dresden hier erleben durften und dem grünen Wahnsinn, der in Dresden Einzug gehalten hat. Ein grüner Stadtrat, der keine Ahnung von Bauphysik, Bauplanung, Statik, Architektur oder sonst irgendeinem handwerklichen Beruf, Gewerk hat, was sich irgendwie mit dem Thema Bauen befasst. Ein studierter Soziologe ist der Baustadtrat in der Stadt Dresden. Ja, also das ist ja mittlerweile alle bekannt. Es freut die ganzen Berater und so. Guckt euch mal die Auflistung an. Ich habe das vor längerer Zeit mal gesehen, was auch die Regierung für Beraterkosten zahlen muss. Anstatt dass die Leute, die was die Ahnung von dem, von der Sache, für die die regieren, Ahnung haben. Wäre ja Quatsch. Als beste Beispiel war, als die Familienministerin als Kriegs- bzw. Verteidigungsministerin eingesetzt wurde. Das geht doch nie. Da muss doch ein General hin, der ein bisschen Ahnung hat von Armee und von Taktik und was weiß ich. Aber na gut, lassen wir das. Jetzt hat der zuständige Baudezernent schon eingeräumt, dass man erheblichen Chloriteintrag in diese Brücke in der Zeit der DDR gehabt hat. Das führt zu Chloridkorrosion, eben genau an dem Bewehrungsstahl oder an dem Spannstahl. Der Bewehrungsstahl ist quasi das Gerüst, was den Beton hält, und der Spannstahl ist dafür verantwortlich, dass es am Ende ein Spannbetonbauwerk gibt. Eine der bekanntesten Spannbetonbrücken, die ihr wahrscheinlich kennt, ist die Wormser Rheinbrücke, wo auch dieser Kanal herkommt. Als erste deutsche im Freivorbau gebaute Spannbetonbrücke nach dem Zweiten Weltkrieg steht ein Modell dessen sogar im Deutschen Museum in München. Und die Kammer in der Brücke ist so groß mit 2,90 Meter. Ich bin da selbst schon durchgelaufen. Deswegen, der Grüne sagte jetzt, man steckt in so einer Brücke nicht drin. In einer Hohlkammerbrücke steckt man sehr wohl drin, weil man sie von innen begutachten muss. Jetzt Ja, aber die tragenden Seile sind ja von Beton umhüllt. Und da kann man halt nie reingucken. Also insofern ist das halt nie unbedingt vorauszusehen, jeweils. Ja, vorauszusehen schon. Irgendwann fällt jede Brücke mal ein. Aber man kann es halt nicht sagen. Uhr aufwendig betreut werden müssen. Feuchtigkeitseintrag, man muss immer aufpassen, ob dann Tausalze, Abwasser, irgendwas in das Bauwerk einsickert. Und es gibt jetzt hier aber einen großen, großen Faktor, den ich für viel interessanter halte bei dieser Brücke. Der C-Abschnitt der Brücke ist der Abschnitt, über den dort die Straßenbahn fährt. Und bei schienengeführten
Brücken gibt es das Problem der Streustromkorrosion. Hat wahrscheinlich noch keiner gehört, aber der Strom kommt über die Oberleitung, führt zum Fahren und es gibt ja sonst immer beim Stecker zwei Pinne, also es gibt den Strom, der kommt und der Strom, der geht zurück. Vereinfacht gesagt, Strom ist zwar verbraucht, aber der Spannungsunterschied, der verschwindet einfach, sagen wir mal so. Und die Eisenbahn bekommt über die Oberleitung ihre Spannung zugeführt und über die Schiene wird in der Regel die Spannung dann wieder weggeführt. Das ist die Rückleitung. Man kennt das immer wieder, seht ihr, wenn ihr an Bahngleisen entlang lauft, alle 50 Meter ist ein Erdungskabel, wo dann diese ganze Schienenanlage auch nochmal gegen den Boden geerdet wird. Hier kommt es zu Stromflüssen und das auf einer Brücke ist ein weltweit bekanntes Problem. Die Streustromkorrosion ist sogar wissenschaftlich untersucht, darüber gibt es ganze Doktorarbeiten und man weiß ganz genau, man muss hier einen kathodischen oder einen anodischen Korrosionsschutz innerhalb des Bauwerkes, also der Brücke, anbringen oder in der Nähe der Gleisanlagen, damit genau entweder an der Anode oder Kathode, je nach Bauweise, dass das die erste Stelle ist, die korrodiert. Wir kennen das, unsere ganzen Gasleitungen, die nicht aus Kunststoff sind, sondern die etwas größeren, die aus Metall sind, sind auch mit anodischem Korrosionsschutz versehen. Der wird mit eingegraben und das ist, kann euch mal ein Foto einblenden, wie sowas aussieht. Ist relativ unspektakulär und das sind die Gegenstände, die sich zuerst verbrauchen, bevor dann das normale Bauwerk mit der Korrosion beginnt. Man nutzt hier die elektrochemische Spannungsreihe und nimmt dann einfach ein edleres Metall, was als erstes reagiert. So weit, so einfach. Jetzt gab es seit Juni diesen Jahres Vorbereitungsmaßnahmen eben für die Brückensanierung. Unter anderem wurde zum Beispiel an den Fernwärmeleitungen herumgebaut. Und auch an diesen Fernwärmeleitungen gibt es kathodischen oder anodischen Korrosionsschutz. Ich würde jetzt vermuten, es ist halt wirklich hier eins zum anderen gekommen. Man hat die Baustelle vorbereitet und hat mit Vorbereitungsmaßnahmen das Spannungsgefüge in diesem Bauwerk verändert. Jetzt nur mal angenommen, es wäre jetzt auch denkbar, es gibt da alle 50 Meter so ein Kabel, um die Schienen zu erden. Und die Bauarbeiter haben einfach irgendwas schon auseinander montiert, dass einfach der gewohnte Spannungsfluss in der Brücke jetzt anders läuft. Und wenn hier hohe Ströme laufen, ist es durchaus denkbar, dass hier auch innerhalb von einer Nacht so viel elektrochemische Korrosion stattfindet, dass dann hier diese Spannglieder versagen. Nichts anderes wird es hier am Ende gewesen sein. Eine gewisse Anzahl der Spannglieder ist über die Rissspannung hinausgegangen und damit reißen diese Glieder. Damit wird die Sicherheit bei den anderen Gliedern auch überschritten und dann reißt das ganze Ding. Also wenn da jetzt 100 Spannlitzen drin sind, die das ganze Bauwerk halten, ja, das ist mit doppelter Sicherheit gerechnet wahrscheinlich, aber ist ein DDR-Bauwerk. Das heißt, 50 Litzen würden das Bauwerk nicht halten, sagen wir mal, vielleicht 70 würden es halten. Und 7 Minuten vorher ist noch eine Straßenbahn darüber gefahren, wo man dann ganz genau weiß, durch das Fahren der Straßenbahn hat die elektrochemische Korrosion dann wieder ein Stück weiteren Lauf genommen. Und da gibt es wirklich ganz krasse Fälle davon. Man kann mit elektrochemischer Korrosion wirklich Löcher in so einer Größe durch mehrere Millimeter Metall innerhalb von kurzer Zeit machen, weil eben Strom im Einsatz ist. Wir kennen alle nur den normalen Rost, das bisschen Korrosion, was man so sieht. Das sind 0,2 Millimeter pro Jahr. Die Kosten, wenn wir in die Elektrochemie gehen und das Ganze mit Strom unterfüttern, können wir daraus Zentimeter machen, die man hier korrodieren kann. Das geht am Ende so weit, dass ich jetzt gespannt bin, was mit den zwei anderen Bauwerken passiert. Ich würde sagen, man muss das ersatzlos abreißen, die komplette Brücke in Dresden, auch A- und B-Teil, egal ob sie saniert wurden oder nicht, die Standsicherheit ist absolut nicht mehr gegeben. Die Grünen in Dresden, beziehungsweise der Bürgermeister von Dresden, sagt schon, die Pfeiler stehen ja noch, da werfen wir einfach eine neue Betonbrücke wieder drauf. Und da muss man aufpassen, es wäre jetzt mal an der Zeit, dass man hier konstruktionstechnisch mal weggeht von diesen vielen Spannbetonbauwerken und mal andere Arten der Konstruktion hier versucht. 110 Meter Spannfeld waren es, die jetzt in der Elbe liegen, in Worms am Rhein. Diese Brücke hätte nächstes Jahr... Ja, geht euch das ganze Video bei dem direkt an. Das war erstmal der kurze Ausschnitt, den ich zeigen wollte. Gerade Feuchtigkeit im Zusammenhang mit Strom arbeitet eben sehr gut an Metallen.
Ich habe als Elektriker an LKWs auch schon viel gesehen, wo Kabel oder Steckdosen weggefressen wurden. Gerade im Winter, wenn viel Spritzwasser unter den Autos vorkommt. Wenn man dann hier noch eine beschädigte Isolierung hat, ist der Lochfrost riesig. Und dazu kommt dann halt noch der jahrzehntelange Einfluss der Streusalze, sprich Chloriteintrag. Das war meiner Meinung nach auch nicht so direkt vorauszusehen. Eine Probebohrung in den Beton würde die Stabilität der Brücke auch beeinflussen. Und um hier mit irgendwelchen Sensoren den Zustand der Spannseile zu messen, die ja vom Beton ummantelt sind, fehlen hier auch sicher die Vergleichswerte. Müsste man ja doch über viele Jahre dann halt Messwerte haben oder sowas, keine Ahnung. Und bei der Sanierung wurde ja, so viel ich weiß, auch davon ausgegangen, wenn am Beton nichts zu sehen ist, ist alles in Ordnung. Es wurde eben nur der Straßenbelag erneuert. Also ich bin kein Fachmann, das ist nur meine Meinung oder gefährliches Halbwissen aus dem Internet. Also Vorsicht mit dem, was ich sage. Aber vielleicht sollten wir gar nicht so viel und lange an den Ursachen forschen, sondern erst mal möglichst schnell eine neue Brücke hier hinsetzen. Geld sollte doch genug da sein. Bauen wir halt mal weniger Gender-Toiletten in Afrika oder sparen uns den einen oder anderen Radweg in Peru. Wahnsinn, wenn man auf diversen Seiten liest, wofür die Regierung unsere mühsam erarbeiteten Steuergelder verpulvert. Ich setze nochmal zwei Links unten in die Videobeschreibung. Ja, mein Arbeitsweg führt mich auch über eine Spannbetonbrücke. Diese sollte schon 2020 saniert werden. Bis jetzt ist aber hier auch noch nichts passiert. Sorry, das war falsch. Es wurde 2019 ein Teilstück mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km pro Stunde eingeführt. Ja, entweder werden sie die Brücke jetzt bald auch komplett sperren, womit dann zusammen mit der Corolla-Brücke die zwei Haupt Durchfahrtsstrecken durch Dresden stillgelegt sind. Also wenn die Carola-Brücke nun schon einen Verkehrschaos verursacht, wird das dann noch ein ganzes Stück schlimmer. Ja, ich war gestern nach der Spätschicht in der Nacht mir die Brücke nochmal ansehen und da auf den Aufnahmen natürlich nie allzu viel zu erkennen ist, habe ich dann nochmal auf meinem Arbeitsweg am Mittag einen Abstecher hierher gemacht. Die Videos seht ihr jetzt, beziehungsweise jetzt schon die 2 Minuten vorher. Ja, das war ganz kurz mal meine Meinung zu der Brücke. Ciao. Hier wohnen die schönsten Frauen, darauf kannst du vertrauen. Vor den Farben Schwarz und Gelb fürchtet sich die Fußballwelt. Wenn wir es erstmal wollen, gibt's im Sommer hier den Stollen. Mit dem Reichtum, der wir sehen, könnten wir in Rente gehen. Dresden, hier mittendrin. Dresden, wo ich zu Hause bin. Dresden, was will ich mehr? Dresden, ja hier komm ich her. Willst du in dein Leben noch was sehen?
dann lass uns durch die Stadt gemeinsam gehen. Dresden, hier mittendrin, Dresden, wo ich zu Hause bin. Dresden, was will ich mehr? Dresden, ja hier komm ich her. Dresden, hier mittendrin, Dresden, wo ich zu Hause bin. Dresden, was will ich mehr? Dresden.